Hallo, schönen guten Tag. Es freut mich, bei Ihnen zu sein heute Nachmittag. Aber warum bin ich jetzt im Video und nicht live? Natürlich, das hat zu tun mit den Corona-Maßnahmen. Aber zu diesem Moment machen wir auch einen digitalen Workshop mit Ihren Kollegen in Hannover. Es tut mir leid, aber ich bin auch froh, dass wir uns so auf diese Art und Weise sehen können. Also, was ist uns wichtig? Was uns wichtig ist, ist die Menschen dieser Welt, zum Beispiel John oder diese zwei Mädchen, Xie und Li Mei. Uns sind die Menschen wichtig. Macht uns nichts, wie alt die Leute sind oder wie reich die Leute sind, zum Beispiel hier Charles oder Lily. Also eine kurze Einführung in was für uns wichtig ist, das ist die Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft, das hat natürlich unterschiedliche Dimensionen. Und ich möchte gerne heute reden mit Ihnen über die Sozialinfrastruktur und die Wichtigkeit der Öffentlichkeit. Und wenn wir reden über die Öffentlichkeit, dann ist der deutsche Philosoph Jürgen Habermas für uns unglaublich wichtig. Er hat in die 60er Jahre, 62, sein wichtiges Buch geschrieben, Der Strukturwandel der Öffentlichkeit. Und Habermas hat uns gelernt, wie die Öffentlichkeit ein wichtiger Element ist in unser Leben. Er sagt ja, es gibt für uns Menschen ein Grundbedürfnis nach freien und rationellen Diskussionen über öffentliche Fragen. Und dieses Grundbedürfnis, diese Öffentlichkeit, diese Diskussionen über die öffentlichen Fragen, das ist, sagt er, und das glauben wir auch, eine sehr wichtige Medizin zu unserer Demokratie. Wir brauchen die Öffentlichkeit. Wir brauchen zum Beispiel die freie Presse. Wir brauchen die Möglichkeit zu haben, uns zu treffen oder miteinander zu diskutieren, Debatte zu haben, zu sprechen. Also wir brauchen diese Öffentlichkeit. Und diese Öffentlichkeit ist nicht nur etwas Mentales, etwas Geistiges. Es könnte natürlich auch etwas Physisches sein. Aber Corona, was macht dann Corona mit dieser Öffentlichkeit? Genau diese Frage war eine der wichtigsten Fragen, die wir in Hannover gestellt haben in Straßeninterviews an die Bürger von Hannover. Und hier teile ich gerne etwas der Ergebnisse dazu. Wir haben die Frage gestellt, hat der Corona-Lockdown Ihre Ansicht über öffentliche Plätze und die Bedeutung sozialer Kontakte verändert? Und hier sind die Antworten. Fast 26% sagte, für mich hat sich nichts geändert. Aber 74% sagt, ja, dieses Grundbedürfnis ist für mich wichtiger geworden. Einigermaßen wichtiger, sagt 20%. Und 54% sagt gerade, auf jeden Fall ist es für mich wichtiger geworden. Dann reden wir natürlich über dritte Orte. Also, dritte Orte. Was sind jetzt die dritte Orte? Und wie können die eine Rolle spielen in die Idee von Habermas? Dritte Orte sind eine Idee von der amerikanischen Soziologe Ray Oldenburg. Und gesagt, wir haben ein Grundbedürfnis für einen Sozialort. Und das ist genauso wichtig wie zum Beispiel unser Ort, unser Wohnort, unser Zuhause. Und genauso wichtig wie unser Arbeitsplatz. Und er sagte, weil es genauso wichtig ist als unser Zuhause und unser Arbeitsplatz, dann nennt er das einfach das dritte Ort. Und das Schöne ist, dass die Definition dieser Orte alle gleich ist. All diese Orte sind Orte, wo wir alleine hingehen können, wo wir uns sicher und zu Hause fühlen. Das sind Orte, wo wir bekannt sind. Das sind Orte, wo wir Termine haben können und Leute einladen können. Wo wir machen können, was wir wollen und bleiben können, solange wir wollen. Das sind Orte, die uns wichtig sind und um die Ecke sind. Also in unserer persönlichen Gegend. Es sind auch Orte, die unser Aufenthalt ermöglichen. Zum Beispiel mit einer Tasse Kaffee oder ein Glas Wasser. Und das Wichtigste ist gerade, dass die kostenlos zugänglich sind. Dass die gratis sind. Sie sind natürlich nicht ohne Kosten, aber der Zutritt ist kostenlos. Vielleicht könnten unsere Fahrbüchereien mithelfen, dritte Orte zu schaffen und damit unsere soziale Infrastruktur
zu verstärken. Sozialinfrastruktur, was ist das? Lass mal gucken. Wenn wir uns die Gesellschaft angucken, gibt es innerhalb dieser Gesellschaft Städte, right, und Dörfer. Eine Stadt, das ist natürlich, hat eine städtliche Infrastruktur. Was ist eine Stadt? Das ist natürlich ein Zusammenspiel von Menschen und Orten, right? Also innerhalb dieser städtlichen Infrastruktur gibt es zwei wichtige Elemente. Das sind die Menschen. Und die Orte. Und wo diese zwei zusammenkommen, genau hier in Mitte, da befindet sich die Sozialinfrastruktur. Und genau hier in Mitte ist, wo wir die dritte Orte geben, wo wir die dritte Orte haben, wo ein Ort entsteht, wo die Menschen zusammenkommen. Und das ist das wichtige Herz einer Stadt. Und wenn wir uns die Bedingungen angucken von so einem Ort, dann ist es gut, dass wir mal uns die Theorie von Ada Skorupka und Maria Alfonso angucken. Und Alfonso und Skorupka haben eine Bedürfnispyramid entwickelt, die genau zeigt, was die wichtigen Elemente sind für so einen dritten Ort. Es hat genau wie Maslow 5 unterschiedliche Ebenen. Und die erste, das ist Sichtbarkeit. Und Zugänglichkeit. Die zweite Ebene ist Nützlichkeit. Und die dritte Ebene ist Sicherheit. Und wenn wir einen Ort schaffen wollen, wo die Leute gerne ihre Zeit verbringen, dann brauchen wir eine vierte Ebene dazu. Und das ist Komfort. Weil, wenn es nicht komfortabel ist, zu viel Lärm, zu kalt oder zu warm oder zu viele Leute zusammen, dann werden die Leute nicht lange bleiben. Und natürlich, das ist, was wir wollen. Right? Also, all diese vier unterschiedliche Ebenen sind wichtig, wenn wir einen Ort schaffen wollen, wo es richtig Engagement gibt. Und wie Skorupka und Alfonso sagen, wenn es keine Nutzbarkeit gibt, wenn es keine Sicherheit, kein Komfort oder wenn ein Ort nicht sichtbar ist, wird es nicht funktionieren wie ein dritter Ort, ein wichtiger Teil der Sozialinfrastruktur. Lass uns mal zusammenfassen. Was brauchen wir? Was sind die wichtigsten Bedingungen? Gastfreundschaft, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, Nützlichkeit, selbstverständlich Sicherheit, Komfort, eine bestimmte Unperfektheit, wir sind ja alle Menschen, Kontraste, wir sind ja alle unterschiedlich, Flexibilität, wir wissen ja nicht, was morgen passieren wird. Reziprozität, weil wir möchten sehr gerne unseren Nutzer morgen auch wiedersehen. Wir brauchen eine mentale Adresse zu schaffen und vielleicht eine der wichtigsten, es soll gutes Kaffee geben. Also eine ganz große Reihe von Bedingungen. Und die Frage ist natürlich, was können die Fahrbüchereien dazu bringen? Was bedeutet diese ganze Geschichte über dritte Orte für die Fahrbüchereien? Das möchten wir sehr gerne gemeinsam mit Ihnen entdecken auf dieser Reise. Auf dieser Reise, die uns sagt, wie die Fahrbüchereien eine immer wichtige Rolle spielen könnten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Erfolg mit Ihrer Reise und wir möchten uns gerne treffen auf Ihrer Reise. Bis bald!